Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich grüße euch alle, soweit wir uns noch nicht persönlich begegnet sind in diesem gerade angebrochenen Jahr 2014. Ein wunderschönes, zufriedenes, gesundes Jahr für Sie und für Ihre Angehörigen. Und wir haben das heute so vorgesehen, dass wir es so machen wie bei der Aufstellung der Bundestagsliste. Ich konzentriere mich auf einige Anmerkungen zur Lage und der Spitzenkandidat wird dann die eigentliche Grundsatzrede zu Europa halten. Es freut mich, dass wir nach einem anstrengenden Jahr uns wieder so vollzählig versammelt haben und ich darf noch in besonderer Weise begrüßen unsere Präsidentin des Bayerischen Landtages, die wieder einmal an der Nummer 1 der Beliebtheit in Bayern steht, beim Bayern Trend, Barbara Stamm. Ich begrüße unsere beiden Ehrenvorsitzenden, Theo Weigel und Edmund Stoiber, die in besonderer Weise immer darauf achten, dass die heutige Generation alles richtig macht. Ich heiße euch herzlich willkommen. Es freut mich, dass unsere Vertreter des Bundeskabinetts und des Bayerischen Kabinetts so gut wie vollzählig vertreten sind. Das ist immer eine besondere Freude. Und natürlich stehen heute im Mittelpunkt unsere Europaabgeordneten, an der Spitze unser Chef der Europagruppe in Brüssel, Markus Ferber. Herzlich willkommen, Sie sind alle hier vorne versammelt. Liebe Freunde, wir haben ein bewegtes, für uns aber hoch erfolgreiches Jahr 2013 hinter uns. Ich möchte mich nochmal bedanken für die Anstrengung, die jeder von euch eingebracht hat, damit wir einen goldenen September feiern konnten. Und nun stehen wir wieder in einem Doppelwahljahr mit gerade laufendem Kommunalwahlkampf und anschließend den Europawahlen. Und wir sind in dieses Jahr 2014, wie ich denke, recht gut gestartet. Es beginnt ja immer mit unseren Klausurtagungen in Greuth, die von ihrer Faszination und weltweiten Beachtung nichts verloren haben. Ich bedanke mich deshalb bei den Bundestagsabgeordneten, bei den Landtagsabgeordneten und speziell bei der Vorsitzenden Gerda Hasselfeld und beim Vorsitzenden Thomas Kreuzer, dass auch in diesem Jahr diese Klausurtagungen uns inhaltlich nach vorne gebracht haben, dass wir sehr, sehr notwendige und vernünftige Debatten geführt haben und dass damit für uns als CSU ein guter Start ins Wahljahr 2014 gelungen ist. Danke, Gerda, und danke, Thomas. Es gab ja zum Jahresauftakt wieder zwei Umfragen. Nun bin ich ja nicht unbedingt umfragengläubig, aber wenn sie gut sind, dann trage ich sie doch länger im Herzen. Eine Umfrage, die ich für hoch bemerkenswert halte, nämlich welche Probleme die bayerische Bevölkerung im Freistaat Bayern sieht. Und meine Damen und Herren, natürlich gibt es immer Aufgaben, gibt es immer Herausforderungen, aber im Grunde sind wir nach dieser Umfrage in Bayern eine problemfreie Zone, was nicht heißt, dass wir jetzt unsere Anstrengungen abbrechen sollten und dürfen, sondern im Gegenteil, das ist eher eine Motivation, auf dem eingeschlagenen Weg fortzufahren. Das hat mich sehr gefreut, dass die Bevölkerung Bayern und die Problemlagen in Bayern so günstig einschätzt, wie wir das lesen durften. Dann gab es den jährlichen Bayern-Trend, der für uns auch sehr erfreulich war, nämlich ein noch besseres Abschneiden im Moment in der Ansicht der Bevölkerung als bei der Landtags- und Bundestagswahl.
man spürt dies ja auch, wenn man täglich unterwegs ist. Ich werde heute Nachmittag ein schönes Wochenende fortsetzen in Münchenland. Die Neujahrsempfänge und die anlaufenden kommunalen Wahlveranstaltungen sind ausnahmslos sensationell besucht. Und die Stimmung ist sehr, sehr sympathisch für uns. Und ich denke, das sollte uns auch ermutigen in den nächsten Wochen, wenn wir eben wieder um das Vertrauen der Bevölkerung im Kommunalwahlkampf, im Europawahlkampf werben. Es ist schon bemerkenswert, dass zu Beginn eines Jahres nach einem so großen Wahlerfolg, wo wir ja pausenlos gehört haben im letzten Jahr, alles will die bayerische Bevölkerung, nur nicht eine Alleinregierung der CSU, dass wir nach diesem großartigen Vertrauensbeweis im September jetzt als Alleinregierung sogar noch einmal einen Zustimmungsschub erhalten haben. Ich nenne jetzt nicht alle Zahlen, aber es ist schon schön, dass die Arbeit der bayerischen Staatsregierung eine Zustimmung von 72% in der bayerischen Bevölkerung erfährt und dass der bayerische Ministerpräsident, dass dem bayerischen Ministerpräsidenten bescheinigt wird von 76% der Bevölkerung, dass er eigentlich vernünftig ist, also er vernünftige Arbeit macht. Das ist das freut einen, dass die Barbara die Liste der beliebtesten Politiker anführt, nach dem, was im letzten Jahr alles zu stemmen war und wo ich ihr heute noch einmal genauso wie Christa Stevens Dank sagen muss für das, was da zu bewältigen war, ist auch sehr schön. Wir haben also ein gutes Fundament zum Start dieses Jahres. Wir können hochmotiviert jetzt in die nächsten Wochen und Monate gehen. Und ich bitte auch heute nochmal, dass wir das mit der Demut, mit der Bescheidenheit tun, die auch aus solchen Zustimmungswerten erwächst, dass die Bevölkerung einfach von uns erwartet, dass wir die Bodenhaftung nicht verlieren, dass wir engagiert bleiben für unser Bayern. Und dass wir jetzt vor allem unsere Arbeit tun. Wir haben nach meiner Einschätzung, der ich jetzt fast 40 Jahre in der Berufspolitik unterwegs bin, sowohl in München als auch in Berlin, aber auch in Brüssel und Straßburg, von der Arbeit her ein Jahr für uns, das schon Mammutaufgaben beinhaltet. Historische Mengen an Arbeit in allen Bereichen, die ich jetzt nicht hier im Speziellen ausbreiten möchte, aber alle Abgeordneten wissen, was in diesem Jahr auf sie zukommt, einfach von der Arbeitsbelastung, von der Arbeitsfülle, und zwar auf allen politischen Ebenen. Ich will für heute sagen, die Zufriedenheit mit Bayern ist hoch, die Arbeit Bayerns und der CSU in Berlin ist gut. Wir sind und bleiben ein verlässlicher Partner der Großen Koalition in Berlin. Wir als CSU waren die Ersten, die diesen Wunsch nach einer Großen Koalition nach der Bundestagswahl erklärt haben, die zu dieser Großen Koalition steht und die auch alles tun wird, damit diese Große Koalition einen Erfolg hat. Ich möchte nennen, was wir am letzten Montag bei uns im Parteivorstand diskutiert haben. Es gibt einige politische Themen, die typischerweise nur von einer Großen Koalition erfolgreich bewältigt werden können. Da steht an der Spitze die Energiewende. Da haben wir spezifische bayerische Anliegen. Die werden wir und haben wir durch unsere Bundesminister eingebracht. Wir haben sie in der Partei diskutiert und wir werden sie auch zum Tragen bringen, meine Damen und Herren. Wir sind dankbar, dass die Bundesregierung jetzt einen ganz wichtigen Punkt dieser Energiewende auf den Weg gebracht hat. Das ist die Dämpfung der dynamischen Strompreise. Sie kennen alle unser Zieldreieck Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimafreundlichkeit. Im Moment, jetzt zu Beginn dieses Jahres, ist die Bezahlbarkeit im Mittelpunkt. Und wir helfen mit als Bayern und als CSU, über unsere Landesgruppe und über unsere
Kabinettsmitglieder, dass diese Bezahlbarkeit auch gewährleistet ist. Auf der einen Seite gegenüber den Verbrauchern, auf die ja die EEG-Umlage umgelegt wird, aber, und das muss man dick unterstreichen für Bayern, auch für die Sicherheit der Arbeitsplätze in Bayern. Liebe Freunde, wenn die eine oder andere energieintensive Branche ausgenommen ist von dieser EEG-Umlage, dann nicht deshalb, weil wir verliebt sind in Subventionen, sondern deshalb, weil bei uns an der ersten Stelle die Sicherheit der Arbeitsplätze steht. Und die werden wir auch. Und das behalten wir auch im Blick. Ich müsste mal die Grünen des Bayerischen Landtages einladen, dass sie mich nach Oberfranken, nach Südostoberbayern zu Glashütten und zu Chemiewerken begleiten, damit sie endlich mal auch in ihre Politik die Sicherheit der Arbeitsplätze einbeziehen und nicht nur Ideologie betreiben. Wir unterstützen also die Bundesregierung, auch den zuständigen Minister Sigmar Gabriel bei diesem Bemühen, jetzt die Strompreise in den Griff zu bekommen. Wir wissen, dass wir noch eine ganze Reihe weiterer Fragen zu beantworten haben. Das ist die Grundlastfähigkeit, Ilse, die wir für die Sicherheit der industriellen Arbeitsplätze in Bayern brauchen, genauso wie die Klimaschutzziele oder die Netze, die zur Versorgungssicherheit unverzichtbar sind. Ich bitte euch, lasst euch da auch in den nächsten Wochen nicht aus der Ruhe bringen, wegen der einen oder anderen Diskussion. Unser Koalitionsvertrag ist eindeutig. Wir stehen zu diesem Koalitionsvertrag, wir sind vertragstreu und werden jedes Regierungsmitglied unterstützen bei der Umsetzung dieses Koalitionsvertrages, ob nun aus dem eigenen Lager oder aus dem Lager des Koalitionspartners. Diese Diskussion ist ja eigenartig. Wer bestimmt jetzt die Bundesregierung und wer bestimmt den Takt? Liebe Freunde, wer das Regierungshandeln wirklich kennt, und leider kann ich über alle Gespräche und Telefonate nicht jedes Mal sofort eine Pressemitteilung rausgeben, wird wissen, dass all die Punkte Schritt für Schritt zwischen den drei Parteivorsitzenden und Gerda auch zwischen den drei Fraktionsvorsitzenden und drei Generalsekretären sehr, sehr detailliert besprochen sind. Und dann gibt es halt ein Ministerium, das das umsetzt und vollzieht. Aber das heißt noch lange nicht, dass eine Regierung dann von einer bestimmten Partei dominiert ist. Das wäre ja so, wenn jetzt Oberbayern die bayerische Politik dominiert, nur weil die Ilse Aigner für die Energie zuständig ist. Oder, jetzt muss ich wieder ganz fair sein, der Markus Söder das schnelle Internet umsetzt. Und jetzt, nur weil er es umsetzt, wäre dann die bayerische Politik fränkisch dominiert. Das ist ziemlich abenteuerlich, eine solche Betrachtungsweise. Ihr wisst es als Profis. Ich bitte euch deshalb auch, dass wir in den nächsten Wochen nicht jede Debatte, jede vernünftige Diskussion, ich war jetzt vor zwei Tagen bei meinem Kollegen Kretschmann in Stuttgart, weil wir da in Süddeutschland gemeinsame Interessen haben. Ich habe auch natürlich die Kanzlerin darüber informiert, da wird man wieder hören, ist das ein Eigenspiel vom Süden? Nein, wir haben beide vereinbart, dass wir einen Erfolg dieser Energiewende wollen und dabei in unseren Interessen zusammenwirken. Ich finde, wir sollten zu einer politischen Kultur kommen, dass das, was grundsätzlich vereinbart ist, dann, wenn es umgesetzt wird, systemimmanent und notwendigerweise auch eine Diskussion beinhaltet, wie man in der Umsetzung die beste Lösung für Deutschland erreicht. Und das ist kein Koalitionsstreit, das ist kein Stolpern, das ist nicht Unsicherheit, sondern das ist eine gute Politik, lebt auch vom Dialog, von der Diskussion und dann von der Entscheidung. Und ich finde, wir sollten als Politikprofis dies auch in aller Ruhe und Gelassenheit in den nächsten Wochen und Monaten so betreiben. Das zur Energie. Das Gleiche gilt für die Rente. Wir werden hier auch unseren Koalitionsvertrag 1:1 umsetzen auf unsere Wahlaussagen. Das gilt für alle anderen Bereiche auch. Ihr könnt in jedem Auftritt in der Öffentlichkeit guten Gewissens sagen, unser Bayernplan ist der Kompass. Der wird in allen Punkten 1:1 umgesetzt. Und das gilt jetzt in einem ersten Schritt für ein Thema, das für uns ganz, ganz wichtig ist, nämlich dass zum 1. Juli das, was unsere Frauenunion, Angelika, von mir und von uns eingefordert hat, nämlich die Mütterrente in der Bundesrepublik Deutschland, kommt. Und das ist wichtig.
Ich verstehe die Diskussionen überhaupt nicht über in diesem Punkt zur Gerechtigkeit in der Rente. Liebe Freunde, die Mütter, die Kinder großziehen, auch vor 1992 die Mütter, die Kinder großziehen, muss man immer darauf hinweisen, das sind die Kinder, die heute und in der Zukunft mit ihren Beiträgen die Rentensicherheit gewährleisten. Und liebe Freunde, ohne Beitragszahler und ohne Kinder gibt es überhaupt keine sichere Rente. Deshalb ist es kein verschleudertes Geld, sondern eine wichtige sozialpolitische Maßnahme. Aber das ist ja schon eine mehrdimensionale Betrachtung und die ist ja heute schon gar nicht mehr erlaubt. Das Gleiche gilt für die 45er-Regel, dass man mit 45 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen kann. Meine Damen und Herren, das ist die zentrale Diskussion, die im Moment läuft und die wir auch konstruktiv begleiten. Es muss aber klar sein, und das erfordert auch die Solidarität in der Rentenversicherung, dass der abschlagsfreie Rentenzugang nur für die Personen in Frage kommen kann, wo die Grundidee auch zutrifft, nämlich dass man ein ganzes Leben lang geschuftet hat, Beiträge bezahlt hat und deshalb wegen der Solidarität, die man selbst gegenüber dem Gesamtsystem erbracht hat, abschlagsfrei in Rente gehen kann. Was wir nicht wollen, dass bei diesen 45 Jahren überwiegend Arbeitslosenzeiten berücksichtigt werden. Es kann nicht so sein, dass jemand mit 15 Jahren Arbeitslosigkeit, solche Fälle gibt es auch, dann plötzlich in abschlagsfreie Rente gehen kann. Denn in diesen Fällen kann man beim besten Willen nicht behaupten, dass man sich abgearbeitet hätte, meine Damen und Herren. Es muss immer die eigene Leistung, die Beitragszahlung während eines ganzen Lebens der Maßstab sein, ob man vorzeitig in Rente gehen darf oder nicht. Ich denke, das wollte ich noch mal zu den aktuellen Diskussionen sagen. Das ist alles wohl überlegt worden und wird von uns, wenn es richtig umgesetzt wird, und es wird richtig umgesetzt werden, auch berücksichtigt werden. Wir rütteln auch nicht beispielsweise an dem Mindestlohn, den wir zugesagt haben mit 8,50 Euro. Aber wir wollen, dass er entsprechend der Lebensrealität umgesetzt wird. Und da haben wir halt bei dem einen oder anderen Punkt Sorgen. Wir stellen ihn nicht in Frage, er wird kommen, das ist zweifelsfrei. Aber meine Damen und Herren, ich warte immer noch auf die Antworten, wie ist es mit Ehrenamtlichen, die gegen eine Aufwandsentschädigung in einem Sportverein, bei einem Kirchenchor arbeiten, gilt dann auch der Mindestlohn mit Stundenaufschreibung, Dokumentation, staatlicher Kontrolle oder wollen wir das Ehrenamt so unbürokratisch wie möglich in die Zukunft führen? Das wäre eine der Fragen, die man stellen muss. Ich will, dass Schüler und Studenten im Praktikum, solange sie Schüler und Studenten sind, nicht anschließend, ich will keine Generation des Praktikums, aber ich will, dass diese jungen Leute, ich sehe es ja bei meinen eigenen Kindern, wie wichtig das ist, wenn sie studieren, dass sie auch Praktikumsplätze bekommen. Und diese Praktikumsplätze dürfen nicht zerstört werden durch eine staatliche Überreglementierung. Ich sage das nur so, damit ihr auch die Diskussion, die wir führen, nachvollziehen können. Wir stehen zu dem Vereinbarten, aber wir wollen Gesetze, die die Lebensrealität in Deutschland und in Bayern abbilden und wo die Leute nicht sagen, wo sind die eigentlich die Politiker. Nun sind wir gerade in der Kommunalwahl, deshalb werden wir jetzt bis zum 16. März auch Piano fahren mit der Europawahl. Unsere Leute, das gilt ausnahmslos für ganz Bayern, sind hoch engagiert, lokal, regional in dieser Kommunalwahl unterwegs. Wenn ich meinen Terminplan so richtig überschlage, sind es genauso viele Termine wie im Vorfeld der Landtags- und Bundestagswahl. Aber das macht auch Spaß, weil wirklich ein hoher Zuspruch da ist. Wenn ich an die großen Räume denke, ländlicher Raum ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich nach München blicke, nach Nürnberg, nach Regensburg, nach Augsburg, nach Ingolstadt, nach Würzburg, da sind die Leute wirklich sehr, sehr engagiert unterwegs. Und wir sollten sie alle, auch dann, wenn wir auf Europa-, Landes- oder Bundesebene unterwegs sind, unterstützen. Wir sind da sehr, sehr gut, was Motivation, was Programmatik und Ähnliches angeht. Deshalb werden wir das eigentliche Europawahlprogramm erst nach der Kommunalwahl diskutieren und verabschieden. Und die heiße Phase des Europawahlkampfes
wird deshalb auch erst nach der Kommunalwahl stattfinden. Heute zwei, drei Anmerkungen auch zu diesem Ereignis heute und im Mai. Nach dieser Umfrage, die ich schon zitiert habe, ist vom Bayerischen Fernsehen, Bayerischen Rundfunk, ist die Bevölkerung bei der Frage, wen würden Sie wählen bei der Europawahl, sprechen sich 50% der bayerischen Bevölkerung für die CSU aus. Das ist nicht der schlechteste. Das heißt, es ist, wenn man so will, ein guter Start in diesen Wettkampf. Und der spricht für unsere Programmatik, die wir europäisch und europapolitisch vertreten in der ganzen Spannbreite. Und der spricht auch für unsere Personen, die uns in Europa vertreten. Mein Ziel ist, und ich hoffe, da können sich alle anschließen, wie immer sich auch Rahmenbedingungen verändern vom Wahlrecht und von der Zahl der Abgeordneten, wir sollten schon den Anspruch erheben, dass wir die Zahl, nämlich 8 Europaabgeordnete, auch in diesen, nach dieser Wahl wieder stellen können. Das ist nicht überheblich, meine Damen und Herren, sondern das ist ein Ziel, das man immer haben sollte in der Politik, das Erreichte auch in die Zukunft zu führen. Und deshalb können sich die 8 Abgeordneten darauf verlassen. Die Partei wird mit euch zusammen alles tun, dass wir die Zahl der Europaabgeordneten, die wir aus Bayern von der CSU stellen, auch in der Zukunft erhalten können. So wird auch der Wahlkampf ausgelegt. Zum Inhalt, meine Damen und Herren, lese ich immer, wer uns alles den Weg weist. Ich kann nur sagen, wir haben einen klaren Weg bei der Europapolitik. Die europäische Idee hat von ihrer Faszination nichts verloren. Nämlich die Friedens-, die Freiheitsidee, die Wertegemeinschaft, der Wunsch, die Sehnsucht der Menschen nach mehr Wohlstand und sozialer Sicherheit. Meine Damen und Herren, wer wollte diese europäische Idee auch nur in irgendeiner Spur in Frage stellen? Wir erleben gerade, wie in der Ukraine und in Kiew sich die Menschen erheben, trotz allem Einsatz der Staatsmacht, wie die Menschen trotz Tränengas, trotz ja, widrigster Umstände und leider Gottes auch trotz Toten und Verletzten, wie sich diese Menschen unerschrocken für Europa einsetzen. Das steht nämlich eigentlich dahinter. Die europäische große Freiheitsidee. Und deshalb, meine Damen und Herren, hat diese Idee bis zum heutigen Tag von ihrer Faszination für die Menschen nichts verloren. Und wir als Christlich-Soziale Union sind seit unseren Gründertagen, und das haben alle Parteivorsitzenden und alle Ministerpräsidenten immer mit großem Herzen auch vertreten, nicht nur mit der Vernunft, sind wir als CSU eine Partei Europas und eine Partei, die zu der europäischen Idee uneingeschränkt steht. Sie nutzt den Menschen und uns in Bayern. Wir haben zwei Dinge, die einen klugen Satz ausdrücken oder umsetzen, den Werner Heisenberg einmal formuliert hat. Ideen sind nicht verantwortlich für das, was die Menschen aus ihnen machen. Man kann den Satz nicht oft genug sozusagen aufnehmen, für sich verarbeiten. Die europäische Idee ist gut, uneingeschränkt, wie ich sie genannt habe. Aber es gab und gibt zwei Punkte, die uns bewegt haben und bewegen, heute, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und das war einmal die Idee der Stabilität, der Währungsstabilität in Europa. Ich darf heute nochmal Theo Weigel danken. Er ist einer der Architekten für historische Entscheidungen in Europa. Und Theo, wenn wir heute in der Süddeutschen Zeitung in der Schlagzeile auf Seite 1 lesen dürfen, Euro-Krisenstaaten geht es besser, dann denke ich, ist dies auch eine Bestätigung für unsere Politik hinsichtlich der Stabilisierung des Euro. Danke, lieber Theo.
Ich kann da wirklich, du warst ja da auch sehr stark beteiligt, Edmund, da komme ich noch drauf, aber viele andere auch. Wir waren ja nie gegen Solidarität und sind nicht gegen Solidarität innerhalb Europas, aber wir haben Solidarität immer mit Solidität verbunden. Wir haben immer gesagt, die Stabilität werden wir auf Dauer nur erreichen und aus der Stabilität dann auch Wachstum, Arbeitsplätze, Zukunftschancen für die Menschen, wenn wir die Solidarität binden an die Überwindung der Probleme, der Ursachen, die zur Instabilität geführt haben. Und das haben wir, glaube ich, wie keine andere Partei vertreten. Das war immer unsere Formel, Stabilität mit Solidität in den Ländern, denen geholfen wurde, zu verbinden. Wir haben dies sehr, sehr konsequent vertreten. Auch unsere Europaabgeordneten, das wird ja verständlich, unverständlicherweise, muss ich sagen, immer anders dargestellt. Und umgekehrt müssen wir auch akzeptieren, dass es Leute gab, die besonders auf diesen Weg Wert gelegt haben. Und ich kann kein Scheitern zum Beispiel der Einstellung von Peter Gauweiler erkennen, wenn er zum Beispiel durch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht etwas erreicht hat, was für mich selbstverständlich ist, nämlich dass der Deutsche Bundestag und damit die Abgeordneten zuletzt und zuallererst zu fragen sind, wenn sich die Bundesrepublik Deutschland im Ausland finanziell engagiert. Das war eine Selbstverständlichkeit und deshalb, Peter, auch dir danke für diesen Weg. Und deshalb bleiben wir bei diesem Weg. Wir sind immer gegen eine Schuldenunion, immer gegen Eurobonds, immer gegen eine Vergemeinschaftung der Schulden gewesen. Es freut mich jetzt, dass maßgebliche Vertreter der Linken plötzlich Interviews in Deutschland geben und sagen, ja, wir wollten eigentlich nie eine Vergemeinschaftung von Schulden, wir wollten keine Eurobonds. Das ist die alte Weisheit, dass man nur lange genug warten muss als CSU, bis andere wieder unsere Meinung haben. Je näher die Wahlen kommen, desto wahrscheinlicher wird das. Da darf man durchaus Beifall klatschen. Das war der Weg der Stabilität bei der Währung und tiefgreifende Reform- und Veränderungsschritte in Griechenland, in Irland, die ja bereits wieder raus sind aus dem Rettungsschirm, Spanien, Italien und Portugal. Ich glaube, da waren wir erfolgreich und in der Politik gibt es nur einen Maßstab für das Tun, nämlich welche Ergebnisse zeitigen das Tun. Und wenn sich die Lage in diesen europäischen Krisenstaaten zusehends verbessert, dann glaube ich, ist es eine Legitimation für unsere Politik. Das ist sehr schön, das begrüßen wir und auf diesem Pfad müssen wir weiter arbeiten. Das Zweite war, und das ist sozusagen große Tradition in der CSU, so sehr wir zur europäischen Idee stehen, so sehr wollen wir eine innere Struktur dieser Europäischen Union, die die Menschen mitnimmt, die ein Europa der Menschen gewährleistet. Und das heißt für uns kein Zentralismus, keine Bürokratie, keine Reglementierung. Und da bin ich dir dankbar, Edmund, du hast mir in diesen Tagen mal niederländische Vorschläge zugeleitet, 50 an der Zahl oder sogar leicht über 50, wo die niederländische Regierung mal zusammengeschrieben hat, welche Aufgaben können eigentlich aus der Europäischen Union zurückverlagert werden in die Regionen, in die Mitgliedstaaten. Und auch der Theo Weigel hat mir vor einigen Monaten gesagt, es reicht da nicht die abstrakte Forderung, wir wollen Aufgaben zurückverlagern, sondern wir müssen dann schon konkret sagen, was zurückverlagert werden soll. Für uns gilt ein Europa der Regionen. Das ist übrigens einmal in die Bayerische Verfassung aufgenommen worden. Und ich glaube, das ist auch ein wunderschönes Leitbild. Wir haben übrigens auch in Bayern diese Vielfalt. Und Bayern wäre nicht so stark, wenn diese Vielfalt mit unseren Stämmen, mit unseren Brauchtümern, mit unseren Traditionen und Mentalitäten nicht jeden Tag gelebt würde. Und genau das wollen wir in Europa auch. Ein Europa der Regionen, ein Europa, das Abschied nimmt von dem Geschäftsmodell, was ist noch nicht geregelt. Ich verschweige nicht, dass ich nicht jede Woche nur Freude habe von dem, was ich aus Europa auf den Schreibtisch bekomme,
sei es, dass man jetzt Betrieben, die energieintensiv sind, auf den Leib rücken möchte, mit gewaltigen Auswirkungen für die Arbeitsplätze. Ich dachte immer, Europa sollte Arbeitsplätze stabilisieren und schaffen, bis hin zu der immer noch nicht ganz vom Tisch genommenen Privatisierung der Trinkwasserversorgung. Das ist wirklich eine Aufgabe der Mitgliedstaaten, der Regionen. Und bis hin zu dem Thema, das ihr ja Gott sei Dank abschmettern konnte, welche Olivenölkännchen jetzt auf den Gaststättentischen herumstehen. Das ist fast jede Woche irgendetwas. Und ich bin jetzt froh, dass, Edmund, ich glaube, da hast du einen ganz einen wesentlichen Anteil, die Kommission hier umzudenken beginnt und dass es jetzt nicht mehr als antieuropäisch eingestuft wird, wenn man für ein besseres Europa, für ein bürgernäheres Europa eintritt. Und Gott sei Dank wird jetzt zunehmend uns auch die innere Grundüberzeugung abgenommen, dass wir uneingeschränkt zur europäischen Idee stehen. Ja, dass die europäische Idee, wie Strauss es sagte, unsere Zukunft ist, wie wir jetzt in der Ukraine nachvollziehen können. Wir wollen Europa, wir stehen zu Europa und wir stützen Europa. Und wir wollen ein Europa für die Bürger, für unsere Mitmenschen. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Ansage für die nächsten Wochen und Monate. Und ich denke, wenn wir diese Philosophie in der Bevölkerung auch vermitteln, dann werdet ihr erleben, dass wir das, was uns jetzt als Möglichkeit in Umfragen mitgeteilt wurde, dass wir das in der Praxis auch erleben können. Ich wünsche uns jetzt einen schönen kleinen Parteitag. Ich freue mich, wie Sie auch, auf die Grundsatzrede von Markus Ferber. Und möchte, bevor wir dann anschließend in den Wahlgang eintreten, damit ich nicht nochmal ans Pult muss, zuallererst allen 8 Abgeordneten danken, einschließlich der ausgeschiedenen Anja Weisgerber, die ja in den Bundestag gewechselt ist, für die Arbeit in den letzten Jahren. Es war eine fruchtbare Arbeit, es war eine gute Arbeit, eine kompetente Arbeit, die nicht jeden Tag die große Schlagzeile garantiert. Aber wenn man mit Betroffenen in Bayern spricht, gerade aus dem Bereich der Wirtschaft, der Verbände, hört man immer wieder, dass sie in euch einen guten Anwalt sehen, Gesprächspartner, wo man sich auch verlassen kann, wenn sie angesteuert werden und wenn ihr dann diese Dinge ernsthaft umsetzt. Also zuallererst einmal danke für diese Arbeit. Und ich möchte Ihnen heute noch mal offiziell vorschlagen, den Spitzenkandidaten der CSU. Ich habe dich jetzt ganz zufälligerweise, das ist so eine Angewohnheit von mir, dass ich nach Hause komme noch mal so ein bisschen durch alle Sender, Standzeit maximal 30 Sekunden durchzappe. Und da warst du, glaube ich, bei Phoenix. Und Unter den Linden heißt die Sendung. Und mit der FDP-Generalsekretärin, oder jedenfalls, mir hat das sehr gefallen. Und das ist die Person Markus Ferber, der in der Sache total drin ist, in dem ganzen europäischen Recht, in der Geschichte, in der Entstehung bis zum heutigen Tag, der sehr geradlinig diese Politik vertritt. Und nachdem er ja 8 sehr, ja, 7 außer ihm sehr eigenständige Köpfe um sich versammelt hat, ist es ja ohnehin schon deshalb eine große Leistung, dass du heute gesund hier sitzt mit deiner Europagruppe. Gratuliere nochmal allen. Ich schlage euch den Markus Ferber vor und möchte zum Schluss noch sagen, Markus, du schlägst dann deine Kollegen vor, so haben wir es beim Bundestag auch gehandhabt. Ich möchte der Gefahr entgehen, dass ich bei einem oder einer einen Satz mehr sage als beim anderen, was mir dann wieder 14 Tage zusätzliche Therapiearbeit einbringt. Also alles Gute. Unser Motto ist für diesen nächsten Wochen, wir haben Bayern im Herzen nach wie vor und Europa im Blick. Es würde mich freuen,
wenn ich wieder solche Erlebnisse hätte wie bei der letzten Wahl, wo wir so 48 Komma abgeschnitten haben, wo ich unterwegs war in Bayern. Ich habe das oft erzählt, mich Menschen angesprochen haben, die ich überhaupt nicht kannte und mir völlig unaufgefordert mitgeteilt haben, Herr Ministerpräsident, wir wählen dieses Mal zum ersten Mal CSU. Und das habe ich übrigens im Vorlauf vom September auch oft gehört. Und meine Frage, warum, dann war die Antwort eigentlich ziemlich übereinstimmend, ob in Franken, in der Oberpfalz, in Niederbayern, in Schwaben, in Oberbayern. Es war immer die gleiche Antwort. Wir wollen, dass die Bayern mit ihrer Auffassung von Europa eine starke Vertretung in Brüssel haben. Und genau das müssen wir wieder vermitteln, wie notwendig es ist, dass Bayern mit seinen politischen Auffassungen in Brüssel stark vertreten ist. Und wenn es uns gelingt, und ich gehe davon aus, bei der Motivation, die man ja heute auch wieder registrieren kann, dann wird es auch so kommen im Mai. Herzlichen Dank und einen schönen Samstag bei der CSU.